Für Train Sim World 2 erschienen, für Train Sim World 4 geupdatet. Anschnallen für Nahverkehr Dresden. Zur Strecke. Die Strecke ist 83 Kilometer lang und wurde am 9. September 2021 in Train Sim World 2 im Rahmen des Rush Hour Updates vorgestellt und veröffentlicht. Die Strecke führt von Dresden nach Riesa, wobei auch zwischendrin eine Möglichkeit besteht, bis nach Meißen zu fahren oder auch bis zum Großen Hain Cottbusser Bahnhof. Außerdem gibt es kurz vor Riesa auch noch ein Chemiewerk, bei dem man auch Güterservices fahren kann. Zu den Zügen. Standardmäßig sind mit dabei die Baureihe 442, die Baureihe 143, 146.2, 185.5 in MRCE-Lackierung und die Baureihe 363 in Ozeanblau. Dabei sind die Baureihe 442, 143 und 146.2 Passagierdienste. Da kann auch mit anderen DLCs die Baureihe 182 benutzt werden und die Baureihe 112. Es sind natürlich auch Doppelstockwagen mit dabei. Für Güterdienste ist die Baureihe 185.5 und die Baureihe 363 mit dabei. Dazu kommt jetzt natürlich neu auch die Vectron mit dazu und eben auch andere Güterlokomotiven, die da aus anderen DLCs dann mit reingebracht werden. Zusätzlich können, wenn man die Baureihe 101 besitzt oder die Baureihe 403, IC- bzw. ICE-Dienste gefahren werden. Was ändert sich jetzt also zu Train Sim World 4 im Vergleich zur alten Version von Dresden-Riesa? Ja, die Vectron bekommt einen Platz im Fahrplan, nicht nur als Ersatz für irgendwelche anderen Güterlokomotiven, sondern es gibt wirklich eigene Fahrplanfahrten für die Vectron. Dazu den volumetrischen Himmel, also die 3D-Wolken sozusagen, die neue Belichtung, die wir auch aus Train Sim World 3 Strecken auch schon kennen, und auch alle Train Sim World 4 Features, sprich zum Beispiel den volumetrischen Nebel oder die Funktionalität im Szenario Planer 2.0 und eben vieles mehr. Also anschnallen für Nahverkehr Dresden. Ihre nächsten Anschlüsse, das neueste Video oder ein anderes Video, das dich interessieren könnte, direkt gegenüber.